Einen wunderschönen. Heute befassen wir uns mal mit dem Thema, wenn wir beim Bild ein bisschen Hintergrund haben möchten, weil wir vielleicht mal zu dicht dran waren. An sich, das Bild gefällt mir sehr gut. Ich möchte natürlich aber vielleicht für Instagram links, rechts oder oben, unten noch ein bisschen mehr Hintergrund haben. Dafür geben wir einmal zuerst die Ebene frei, gehen dafür hier einmal hier rechts auf das Schloss. Dadurch können wir die Ebene besser bearbeiten, gehen dann jetzt links auf Freistellungswerkzeug, wählen hier oben 1:1 quadratisch aus, standardmäßiges Verhältnis, nehmen aber 1:1 quadratisch. Ziehen dann einmal oben und unten das Werkzeug quasi an die so weit, wie wir es haben möchten, und haben dann somit links und rechts noch Transparenz. Jetzt siehst du hier unten schon generatives Erweitern. Einmal aufgehen. Jetzt kann man natürlich eintragen, was man möchte. Wenn man nichts einträgt, wird das automatisch gemacht. Ich sage jetzt einfach mal generieren. Dauert dann eben wieder ein bisschen, bis Photoshop das Ganze fertig gemacht hat. Und dann ist das Ganze wie bei dem Hintergrund bearbeiten bzw. wechseln, dass wir dann, sobald er fertig ist, dann entsprechend, wie ihr jetzt seht, das Ganze erweitert haben. Haben natürlich noch zwei andere Möglichkeiten, wobei mir das erste persönlich am besten gefällt. Ihr könnt das Ganze dann natürlich wieder euch speichern, je nachdem wie ihr es haben möchtet, und habt dann somit links und rechts ein größeres Bild quasi. Die zweite Option, die wir haben, ist, dass wir über Bearbeiten auf inhaltsbasiert skalieren gehen. Dann einmal mit der Shift-Taste das Ganze auseinanderziehen. Funktioniert allerdings nicht bei jedem Bild. Dementsprechend gehen wir da einmal wieder zurück. Nehmen uns hier einmal das Lasso-Werkzeug. Machen da dann einmal um den Bereich, den wir quasi schützen möchten, einmal einen Kreis bzw. eine Auswahl drumherum, gehen dann hier oben auf Auswahl weichern, können da dann irgendeinen Namen eingeben, gebt es einfach mal im Hallo ein, okay, drücken dann Steuerung D, dass wir wieder alles auswählen. Dann wieder auf Bearbeiten, inhaltsbasiertes Skalieren. Dann aber bei Bewahren wählen wir den Bereich aus, der bewahrt werden sollte, also nicht mit bearbeitet oder auseinandergezogen werden soll, und machen dann noch einmal das Gleiche. Dementsprechend ist das jetzt das Ganze natürlich immer noch ein bisschen, haben aber jetzt ein deutlich besseres Ergebnis. Bestätigen das dann einmal und haben dann so quasi das Bild ein bisschen weiter auseinandergezogen, ohne dass unser eigentliches Motiv selber mit auseinandergezogen wird. Wenn es dir geholfen hat, lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie du deine Bilder noch mit bearbeitest, ob du das Ganze schon wusstest, ob du es noch nicht wusstest. Wenn du schon auf dem Weg nach unten bist, würde es mich freuen, wenn du den Kanal kostenfrei abonnierst, in der Infobox nach meine Social Media Links auscheckst. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.